Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Quake 2. Gut, tatsächlich steht noch ein bisschen Backtracking an. Ich weiß jetzt, wo diese beiden Secrets sind. Und zwar einmal da, wo wir die blaue Keycard gefunden haben. Das heißt, wir gehen nochmal hier hin. Und das andere war sicherlich sogar noch weiter vorne. Das war relativ nah am Eingang noch. So, und zwar hier. So. Ah ja, endlich. Sehr schön. Na gut, wird uns dann, denke ich mal, beim Endkampf helfen. So, dann haben wir das. Das war tatsächlich eine sehr lohnenswerte Tour. So, und hier. War das hier? Ja. War das letzte. Gut, dann haben wir tatsächlich alle Secrets. Alles erledigen können. Das Gebiet dann mal verlassen. Ist ja zum Glück nicht so groß, das Level. Aber gut, ist halt auch ein Frachter. Ja, es hat mit dem RTX-Pack teilweise nicht so einfach wiederzuerkennen. Ja, kann man noch ein bisschen Leben mitnehmen, das ist ja auch nicht verkehrt. So, dann sind wir natürlich auch wieder einigermaßen gut gerüstet. Okay, dann Abflug und zur letzten Arena tatsächlich. Oder zum letzten Bereich. So, dann schauen wir doch mal. Cargo Bay, wir haben 5 Siege jetzt sogar. Und nur 9 Gegner. Aber halt dicke Gegner. In Ordnung. Warten vielleicht mal, dass der wiederkommt. Überraschung. Gut, vielen Dank. Auch wenn du hier ordentlich reingehauen hast. So, na gut, das wäre natürlich auch noch eine Idee. Ist wieder was. Diesmal allerdings kein Secret. War das hier schon? Na gut, okay. Wir sind auf dem Mond. Das heißt, entsprechende Gravitation. Reicht leider nicht ganz.
Ja, da brauchen wir andere Waffen für. Ne, ich komme auch, glaube ich, erstmal nicht höher, ne? Mal Interesse halber, ne. Das wird so nichts. Okay, dann gehe ich davon aus, dass wir da irgendwie hochkommen. Ja, hier frisst halt echt eine Menge. Dann können wir uns aber hier direkt die Munition wiederholen. Sehr gut, ja, stimmt. Raketen haben auch ein paar verbraucht. Das sollte auf jeden Fall jetzt passen. Da komme ich dann nicht hoch. Ist halt so auffällig. wie sieht denn das aus? Oh. Das vielleicht? Ja, okay, super, dann haben wir's. Sehr gut. Ja, dann können wir da mal reinschauen. Sind da nur dicke Gegner jetzt? Na gut, das ist wahrscheinlich halt Mondbasis, wo dann die Elite wacht. Das kann natürlich gut sein. Reicht nicht um hochzukommen, ich glaube, das war eh nur Leben. Von daher. Ja. Okay, hier gibt es dann die regulär. In Ordnung. Alles klar. Ah, wir kommen netterweise hier rum. Ah, jetzt sind wir hier oben, okay. Nee, das ist tatsächlich keins der Secrets. Gerade mal gucken, was hier abgeht. Da ist erstmal noch zu. Okay. Das war's dann mit euch. Sehr gut. War ich hier schon? Nee, war ich nicht. Aber dann, ja, gut, haben wir es mit dem Gegner auch schon fast.
hier geht's schon raus. Gut, aber das sollte passen. Okay, ich habe tatsächlich, wie gesagt, eins der Secrets bisher gefunden. Aber hier waren ja, glaube ich, noch einige andere Wege, die ich gehen konnte, ne? Mal gucken, wo der letzte Gegner noch ist. Ah ja. Das war auch wieder offensichtlich. Welches ist das denn? Das vierte war das, okay. Dann gehen wir zurück. Schauen. Na gut, hier ist nichts. Ah, das könnte was sein. Okay, danke schön. Das könnte das zweite gewesen sein. Ja, glaube ich zumindest mal. Wohl. Ja, das ist das dritte. Gut, dann haben wir das auch schon mal erledigt. Dann, wie gesagt, fehlen noch zwei, ne? Ja. Zwei und fünf. Ja, das kann's. Okay. Und da haben wir den letzten Gegner. Wie schön. Sehr gut. Das war jetzt Nummer 2. Und das scheint, okay, das letzte scheint dann wirklich im letzten Gang zu sein. Gut, gut. Das kriegen wir dann auch noch hin. Ich mir jetzt Quad Damage auch für den Endkampf aufhalte. Hebe. So. Wo sind jetzt hier Buttons zum Beschießen? Ich sehe mal nix. Ah, okay, Nummer 1.
So, und dann kommen wir damit wahrscheinlich jetzt ganz nach oben und können sie Rüstung mitnehmen. Okay. Dankeschön, aber ich glaube, da sind wir halt schon voll. Okay, jetzt ins Command Center. Das scheint das letzte mit Secrets zu sein, auf jeden Fall. Schienpistole schon wieder leer, wie dreist. So, wo haben wir das? Zwei Stück sind es noch, okay. Ja, okay, sechs Gegner, alles klar. Ja, das sollte passen. Wir nehmen einfach die dicken Waffen und dann kriegen wir das hin. Ah, da ist sogar schon der Reaktor. Na, dann fangen wir direkt mal an. So, Secret Nummer 1. Nett. Das ging angenehm schnell. Und okay, das andere kommt dann irgendwann mal später. Gut, zwei Möglichkeiten. Oh. Hier geht es sogar schon zur Cave. Da führt das andere auch hin. Aha. Na, ich komme nicht ganz hoch. Okay, das sieht mir aber wieder so ein bisschen labyrinthisch aus. Jetzt komme ich hoch. Ah, warte mal, wo ich vorhin so rumgerutscht bin, das scheint Eis zu sein. Kann das sein? Okay, kann sein, aber es ist nicht das Eis, was ich jetzt erschießen muss. Gut, aber vielleicht geht es ja da hinten wieder weiter. Ah, okay. Es wäre schnell gegangen, links zu gehen. Bin mal gespannt, wie sichtbar das Eis dann wird. Und ich sollte hier ein bisschen mehr speichern, weil Jump'n'Run. Dankeschön, da kam ich her. Das ging aber doch erfreulich gut. Sehr schön. So. Fürchte aber tatsächlich, jo, dass das mit dem Eis da hinten irgendwo war schon. So.
Wo habe ich gespeichert? Ja, das passt. Okay, dann gehe ich jetzt zurück und kann notfalls halt eben das, den Spielstand nochmal laden. Das geht ja schnell. Ist hier irgendwo Eis auf dem Boden? Mein Gefühl ist es hier und es ist halt auch super rutschig. Ich befürchte, das ist hier wieder so eine Sache von wegen da. Obwohl eigentlich die Umgebung gar nicht so viel anders aussieht, ist halt einfach durch diese RTX viel zu dunkel. Das ist halt leider ein Problem. Beziehungsweise ein nerviges Problem jetzt ja nicht mehr, nachdem ich halt einfach hier links durchschießen kann. Nee, aber hier ist auf jeden Fall kein Eis. Dann schauen wir mal weiter. Wer weiß, was noch kommt. Ja, wahrscheinlich noch einiges. So. Aber auch hier ist es mal wieder eine Zeit, die Folge zu beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.